Willkommen in Part 3, Jason Derulo Deconstructed. Wie kriege ich so einen zuschnappenden Bass hin? Ja, hören wir uns doch einmal noch das, das Endziel an. Genau, so klingt's. Ups. So soll es klingen. Genau, sehr kurz, sehr drahtig, sehr ja, und dabei aber sehr präsent. Das ist ja, glaube ich, ist ja irgendwie, Teil. Also irgendwie drahtig, 80s-mäßig. Aber gleichzeitig auch nach wie vor sehr, sehr modern. Ja. Gut, Basis ist bei uns der Silent One. Und wir haben die Spur hier einmal kopiert, damit wir unseren Originalsound nicht zerstören. Und ja, hier haben wir jetzt eine Ausgangsbasis. Wie komme ich jetzt zu dem Bass? Was ist wichtig? Was brauchen wir? Im Prinzip brauchen wir ja vier, fünf Kernelemente. Okay, erstes ist... Als allererstes ist die Wellenform. Das ist natürlich jetzt eine Sache, die wir jetzt wussten, weil wir schon ausprobiert haben. Aber jetzt, das ist, muss man ein bisschen mit rumspielen. Wir stellen es hier auf eine Pulswelle und fangen von da aus an, unseren Bass zu formen. Klingt auf jeden Fall von vornherein jetzt schon mal so sehr nasal und nicht mehr so bassig. Und genau da wollen wir ja auch hin. Von daher ist das eine gute Ausgangsbasis. Okay, wie kriege ich den jetzt so, dass er halt auch so zuschnappend kurz klingt wie ein Bass? Ja, als erstes natürlich muss er kurz. Das heißt, in der Amp Envelope können wir schon mal die Sustain-Phase quasi runterdrehen. Yep. Merkt man direkt. Ja. Zack, weg ist es. Ob man das noch ein bisschen am Ende lässt, das muss man dann ausprobieren. Erstmal können wir es runterdrehen. Wichtig ist auch hier im Silent, dass wir die den Retrigger-Knopf gedrückt haben, weil wenn wir das nicht machen, merkt man schon, startet der quasi alle Voices immer wieder an einem anderen Startpunkt und dann haben wir keinen zusammenhängenden Sound. Ja. Drückt man den Knopf, haben wir wirklich nur immer den gleichen Sound, egal wie oft wir drücken. Okay. Das ist sehr wichtig. Also falls man da verzweifelt, den Knopf drücken lohnt sich immer. Ja. Ja, was brauchen wir noch? Das Zuschnappen. Das Zuschnappen. Kann man ganz einfach über eine Pitch-Modulation lösen. Das heißt, es ist ja auch, das kommt ja aus dem, ja, vom echten Bass. Wenn man da mit dem Pick einmal draufhaut, dann die Seite schwingt in der allerersten Phase und das können wir hier über die Modulations-Envelope lösen. Man sagt einfach, der Pitch, also die Tonhöhe, wird in der ersten Zeit kurz moduliert. Und hier können wir sagen, man sieht, wir haben den Wert auf 0,17 gestellt. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr kurz. Und wenn ich jetzt mal hier mit dem runden Knopf starte, merkt man schon, da kommt der, da kommt der Zuschnapper. Ein bisschen der Zuschnapper. Ja. Man sollte das nicht zu doll machen, weil wenn man dann noch Effekte drauf macht, wird es nachher zu extrem. Das ist wichtig. Okay. Und zusätzlich drehe ich noch an der Cutoff? Oder genau. Was machen wir? Am Cutoff kann man drehen. Wir haben hier einen High-Pass-Filter. Dreht man daran immer weiter runter, die Höhen gehen weg und jetzt merkt man, jetzt haben wir langsam nicht mehr einen Lead-Sound, jetzt haben wir einen Bass. Ja. Und da muss man gucken, wo ist der Punkt, dann kann man da ein bisschen mit rumspielen. Okay, und ich höre jetzt noch sehr deutlich dieses Zuschnappen. Das müssen wir vielleicht noch wieder ein bisschen zurückdrehen. Und auch hier, wenn wir noch mal ein bisschen den Cut-Off modulieren, das alles noch ein bisschen knackiger, kürzer machen. Ja, sehr gut. Und den Pitch wieder ein bisschen runterdrehen. Okay. Sind wir ungefähr da, wo wir... Wenn ich jetzt mal hier die Linie laufen lasse, klingt es schon mal nach einem Bass und auch sehr drahtig. Wir sind trotzdem noch ein bisschen von dem Sound entfernt. Und das hat jetzt gar nicht mal mehr so viel mit dem Synth als solchen zu tun, sondern eher mit der Art und Weise, wie man den Sound bearbeitet. Und das finde ich sehr interessant, weil wenn man jetzt nämlich diese Linie hört, da bin ich total bei einem Synth-Bass. Ja. So ganz klassisch Synth-Bass, wie wenn ich ein Juno 106 oder sowas mir dahinstelle, einen Bass-Sound bastel, klingt der halt so. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen nämlich einen sehr drahtig klingenden Sound haben. Und wie kriegt man das jetzt hin? Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Als erstes EQ. Ganz normal. Man sucht sich die Frequenzen, die man nicht braucht, nimmt sie raus und hebt die Frequenzen, wo man denkt, man braucht sie.
hebt sie an. Sehr schöne Kurve geworden. Super schöne Kurve, aber sie tut's. Ja, der Effekt ist echt, finde ich, verblüffend. Wenn ich schalte mal hier unsere komplette Signalkette aus und wir hören jetzt hier wieder nur den Grund-Bass-Sound. Genau. Jetzt schalte ich den EQ an. Und das macht schon eine Menge aus. Wir haben ihn als allererstes natürlich aufgeräumt. Mhm. Bass weg und viele Mitten weg. Mhm. Und ich glaube, das macht jetzt das meiste aus. Und natürlich hier noch eine Höhenanhebung, ja, damit wir diese Präsenz und diese Attack hervorheben. Mhm. Also hier sieht man schon, der Sound, der aus dem Synthi rauskommt, der ist nicht in Stein gemeißelt. Da kann man echt im Nachhinein noch eine Menge machen. Ja. Und das sind jetzt ja auch tatsächlich wirkliche EQ-Sachen, wobei auch nicht so richtig EQ-klassisch, weil es geht nicht darum, einfach nur ein bisschen Höhen oder Bässe zu betonen oder irgendeine störende Resonanz rauszusuchen, rauszufiltern, sondern das ist jetzt tatsächlich so ein kreativer Klangformungs-Baukasten, mit dem man hier spielen kann. Das heißt, EQs kann man auch sehr, sehr kreativ einsetzen. Als nächstes haben wir noch ein Reverb draufgesetzt. Der ist auch wirklich, wirklich kurz. Das soll nur so ein bisschen den Sound andicken, ein bisschen räumlich machen, aber eher andicken als wirklich ein Raumgefühl. Ohne mit. Gibt dem ja auch so was Metallisches irgendwie, ne? Ja. Und klingt dadurch auch, finde ich, direkt wieder, kriege ich so einen 80s-Faktor mit rein, weil ich muss da immer an digitale Synths denken, gerade den DX7. Und irgendwie gibt er mir so dieses Feel dafür. Ja. Wir sind aber immer noch nicht am Ende. Genau, ganz besonders spannend finde ich hier auch wieder den Einsatz des Cubase Channel Strips, wo wir den Tube Saturator haben und wieder ein bisschen Drive reindrehen können. Ich drehe den mal raus und langsam hier wieder rein. Da merkt man, der kriegt richtig richtige Aggressivität, kann man fast schon. Genau. Aber der sticht einfach sehr, sehr schön raus, der prescht nach vorne. Und das passt ja auch zu dem 80er-Jahre-Thema. Wenn man sich vorstellt, man hat ein Keyboard wirklich neben sich stehen, schickt das Signal in seinen Vorverstärker und gibt da schon ein bisschen mehr Gas, als man machen würde, haben wir genau den gleichen Effekt, den wir hier in Cubase jetzt erzielen. Sehr schön. So, damit haben wir unseren drahtigen Bass-Sound gebaut. Jetzt geht es eigentlich nur noch ein bisschen um Variation, denn im Chorus haben wir genau exakt den gleichen Sound, nur dass der hier jetzt tatsächlich 16 durchspielt. Das ist eine durchgehende 16 Linie und dann kommt halt das LFO-Tool dazu, das eben aus dieser sehr starren Sequencer-Linie so eine dynamische Bassline halt macht. Ansonsten ist der Sound exakt gleich und wird dann nur noch gedoppelt durch einen echten Bass, wobei man auch nicht weiß, ob das im Original so ist, aber der bringt hier halt einfach noch ein bisschen Subbass dazu. Und der spielt auch wirklich nur Akzente mit, der ist jetzt nicht dauerhaft. Ja. Und dann eine weitere Sequencer-Linie, die den Bass einfach noch ein bisschen anreichert, andickt. Ja. Und das war's dann für den Chorus und so sind wir für die 80s gewappnet. Schönes Schlusswort. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.